Die Uni Freiburg bringt Helden ins Ohr. In einer Kooperation hat das Freiburger Blasorchester klassische Werke und Filmmusiken neu arrangiert. Seit 2012 beschäftigen wir uns im Freiburger Sonderforschungsbereich Helden, Heroisierung, Heroismen mit heroischen Figuren. Und es ist ein aktuelles Thema. Es gibt einerseits eine Tendenz, Helden klein zu reden, zu sagen, es gibt keine Helden mehr, aber ein neues Aufleben von Helden. Und dieses neue Aufleben von Helden führt dazu, dass unser Sonderforschungsbereich auch eine Öffentlichkeitswirksamkeit hat. Heroes heißt das Konzert. Es will die Verbindung von Heroisierung und Musik aufzeigen. Einer der Helden wurde erst sehr lange nach seinem Tod zum Held, der Spartakus der Antike. Zu seiner Zeit war Spartakus ein Sklave, der mit anderen zusammen gegen die Unterdrückung rebellierte, aber wir sind durch unsere Zeugnisse nicht ganz klar darüber, ob er für seine Freiheit kämpfte und selbst Sklavenhalter werden wollte oder ob er wirklich für die Freiheit sich einsetzte. Der Spartakus, den wir von Spartakiaden, vom Spartakusbund, von Spartak Moskau kennen, ist ein besonderer Spartakus, der mit dem antiken Helden, der vermutlich gar kein Freiheitsheld war, im breitesten Sinne ganz wenig zu tun hat. Der germanischen Sagenwelt entstammt der Siegfried des Nibelungenlieds. Auch er wird sinfonisch bedacht. Siegfried ist natürlich der deutsche Sagenheld. Man kann eigentlich ein Konzert dieses Formats nicht machen, ohne auf Siegfried einzugehen. Er ist bekannt dafür, dass er den Kampf mit dem Drachen geführt hat und das ist seine große Heldentat. Fast weiß man kaum noch was anderes über Siegfried. Der Witz ist aber, dass er in Siegfrieds, also in der Oper Siegfried gar nicht mit dem Drachen kämpft, sondern mit einem Wurm, wie es heißt. Und Wagner hat sich da eben sehr stark auf die nordische Mythologie berufen. Ein moderner Held ist Batman, der Mann, der in seinem Kampf für Gerechtigkeit Werte verletzt, die er eigentlich schützen will. Helden ins Ohr bringt das Freiburger Blasorchester unter der Leitung von Stefan Gräfig. Am Sonntag, dem 18. November um 18 Uhr im Konzerthaus Freiburg.